muss ja nicht nach Amerika. Weil das Meer andersrum strömt, darum. Aber vielleicht hast du ja Glück. Und der Brief landet bei den Eskimos. Können Eskimos auch Briefe schreiben? Ja, wenn sie nicht gerade kalte Finger haben, klar. Sag mal, Mami und Papi wollen sich auf einen Wein treffen. Hast du eine Ahnung, was das zu bedeuten hat? Krise, Versöhnung, Scheidung, in beliebiger Reihenfolge. Ach Mensch, Felix, du warst schon wieder nicht einkaufen. Jenny, ich habe eingekauft. Aber wenn du deinen links gedrehten Joghurt suchst, dann frag doch mal bei Moritz oder Alexander nach. Wenn ich schon hier alle mitessen, dann sollen sie gefälligst auch einkaufen gehen. Vom Haushaltsgeld mal ganz abgesehen. Also, es fehlt Brot, Käse, Cornflakes, Müsli, Milch, Klopapier. Halt nicht so schnell. Tomaten, Paprika. Jetzt kannst du nicht den Einkauf machen, ich bin das ganze Wochenende auf See. Und ich bin bei der Arbeit, während andere sich vergnügen. Dienst, Felix, nicht segeln. Die Lübeck muss einen Flottenverband durch die deutsche Bucht begleiten. Da wollen sie unbedingt einen Zahnarzt mit dabei haben. Ach, Philipp, du kriegst ja ganz nasse Ärmel. Was hast du denn da? Ein Flaschenpost für die Eskimos. Deine Idee, ja? Felix, wir halten den Leuten Vorträge über Umweltschutz. Und ich soll jetzt irgendwelche alte Plastikpulle hier ins Meer schmeißen. Komm, mein Schatz, ich bring dich jetzt nach Hause, ja? Jenny, Kinder kann man nicht nur mit Umweltproblemen füttern. Kinder brauchen Abenteuer. Also bitte, nimm sie mit. Hallo, wer ist da? Zu den Eskimos, ja? Ja, Mama ist da. Du sollst raten. Renatus? Nein. Komm, Philipp. Bitte. Nicht Renatus? Hallo? Nein, Papa. Ach, du bist es. In der Heinemann-Schule? Na ja, gut. Aber ihr müsst dann mit der Straßenbahn fahren. Mhm. Okay, bis gleich. Tschüss. Was macht Thomas denn in unserer alten Schule? Du weißt doch, den Täter treibt es immer wieder an den Tatort zurück. Das ist mein Diensttelefon. Schäfer? Ah, hallo Eva. Frau Schäfer. Tschüss, Marisol. Bis zum nächsten Mal, ne? Hallo. Anita, das ist aber schön. Wie geht's denn deiner Mutter? Schon wieder besser. In einer Woche wird sie entlassen. Oh. Muss mich ja beeilen mit dem Besuch, ja. Was? Langsam kannst du Eintritt nehmen. Das ist ja sehr freundlich. Zur Kostendämpfung. Wenn du sehen würdest, wie viel Blumen sie jeden Tag kriegt, wäre Bargeld viel sinnvoller. Bei der Selbstbeteiligung heute im Krankenhaus. Wie herzlos, Moritz. Erst nur um mein Erbe besorgen. Ja, mein Schnuffel, ich denke an deine Flaschenpost. Hier. So. Tschüss. Sehe ich dich noch? Ich gehe schon heute Abend auf Schiff. Außerdem dachte ich, du würdest mit Papi dich treffen. Ja, das tue ich ja auch. Aber hier bei euch. Ich dachte, wir spielen mal wieder Mensch, ärger dich. Tschüss, ne? Tschüss. Ach, Moritz, das war übrigens dein Stichwort. In der Küche liegt ein Einkaufszettel. Es wäre schön, wenn auch du mal wieder einkaufen gehen würdest, wenn du schon hier wohnst, ne? Mhm. Tschüss. Hab ich's dir gesagt? Kaum lässt man sich mal blicken, schon wird man verplant. Sie hat doch recht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Alles klar. Danke, Jenny. Du, ich hätte es bis nach Hause unmöglich noch rechtzeitig geschafft. Und, was machst du hier an unserer alten Schule? Och, unser Trauschein ist doch nur pro forma. Da kann man sich doch mal ein bisschen umschauen. Was, dieser blöde Trauschein ist für alles Mögliche gut. Die Schule, Kinderarzt, deine Vermieterin. Und für Philipp. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Ach, nichts. Nichts? Ich habe sie noch gar nicht erzählt. Und deine Oma? Die hat bis jetzt dicht gehalten. Komm, steig ein. Ich fahre euch noch schnell nach Hause. Hm. Na dann. Ich müsste sowieso noch mit dir reden. Es hat endlich geklappt. Ich habe einen Job. Hey, hier in der Schule? Hier bin ich nur Schüler. Crashkurs in Russisch. Und in ein paar Wochen kann ich dann Deutsch unterrichten. Am Goethe-Institut in St. Petersburg. Russland? Ist ja erstmal nur für ein halbes Jahr. Ich habe den Vertrag auch noch nicht unterschrieben. Ich wollte es ja noch mal mit dir besprechen. Sagen Sie mal, gibt es auf diesem Schiff
irgendeine Möglichkeit, einen Cognac zu bekommen? In der Offiziersmesse. Der Kommandant ist auch schon da. Ich kann heute keinen mehr sehen. Zahnschmerzen? Moment! Ihr Cognac, Frau Stabsarzt. Wenn Sie noch ein Bad nehmen wollen, wir haben noch mehr davon an Bord. Ich melde mich dann einfach. Vielen Dank. Doch nicht für. Hat sie nur einen Köder ausgelegt. Hätte mal ran, N.O. Ich? Ich bin frisch verlobt. Na und? Containerschiff. Entgegenkommen. Auf 12 Knoten gehen. Beide Maschinen, 12 Knoten. Beide Maschinen, 12 Knoten. Ja. Wieder so ein elendes Wrack. Auf die Brücke. Oh, Entschuldigung, Frau Stabsarzt. Ich habe natürlich nicht Sie gemeint. Stabsarzt Schäfer, Herr Kapitän, Sie wollten mich sprechen? Sie wurden beobachtet, als Sie soeben eine wahrscheinlich geheime Nachricht per Flaschenpost abgesetzt haben. Ein Bericht an den KGB, Herr Kapitän. Der Penner nennt den Kurs nach Backbord, Herr Kaloy. Vodka oder Cognac? Was soll das denn? Wohl eher Brause, würde ich sagen. Was habt ihr vor, Idiot? Es handelt sich um eine Nachricht meines Sohnes an die Eskimos. Na, da sind wir aber froh. Backbord 15, beide Maschinen 20 Knoten. Flasche Cognac von Bord befördert. Oder hatten Sie sie ausgetrunken? Kapitän, der Händler kommt quer zum Fahrwasser. Wir müssen ausnahmsweise nach Backbord gehen. Nach Meister Kontakt über UKW aufnehmen. Fragen Sie, was die vorhaben. Keine Chance, Herr Kapitän. Ich habe einen Tanker, ein paar Fische und den Verband. Der Händler meldet sich nicht. Verdammt! Gar nicht. Diese Schweine. Die drehen einfach ab, Herr Abtehen. Kommando, Rolle, Mann über Bord. Sie bereiten die Notfallaufnahme vor, Frau Stabsarzt. Jawohl. Meldung an Revierzentrale, Waffenschutzpolizei und SAR-Zentrale des Flottenkommandos. Container Stefan K., 8000 Tonnen, hat Mann über Bord und rettet nicht. Major, auf entgegenkommenden Fahrzeug. Keine Vollzähligkeitsfutterung. Es wird mit Speedboot und Rettungsschwimmer gefischt. Mann über Bord, Herr Kollege. Ich war gerade auf der Brücke, allerdings habe ich keine Ahnung, was jetzt passiert. Das Übliche. Wenn Sie was gegen Zähneklappern haben, dann sollten Sie das raussuchen. Das hier ist eine Glukoseinfusion. Sie können schon mal die Badewanne einlassen. Ja. Wenn Sie das schon mal ausfüllen, danke. Das kann ich doch machen, Frau Stabsarzt. Innere und äußere Beihola, lief an, fest. Innere und äußere Beihola, lief an. You're not missing anyone? Are you sure? Thank you, this German frigate Lübeck, out. Bei Ihnen ist niemand über Bord gegangen. Die Mannschaft ist komplett. Und wir haben eine Fata Morgana innere an Bord. Innere und äußere Beihola, lief an, fest. Innere und äußere Beihola, an. Rohrrahmen auf der Schanzkan, äußere Beihola, die kann. Da muss ich Sie wohl bitten, mir zu assistieren, Frau Stabsarzt. Als Mann will man ja nicht gleich in Teufels Küche kommen. Nun beruhigen Sie sich doch mal. Es passiert Ihnen doch nichts. Sie versteht sie nicht. Das ist, glaube ich, Spanisch oder Portugiesisch, was sie da spricht. Sie soll den Mund halten.
Ich höre nichts. Por favor, por favor. Silencio, Signorina. Ich will Ihnen doch nur helfen. Por favor, suélteme. Suélteme, por favor. Die Spritze, Frau Kollegin. Nicht die Infusion, die andere. Valium? Damit sie sich beruhigt. Darf ich die Untersuchung fortführen, Herr Oberstabsarzt? Bitte? Was ist mit der Polizei? Wir sollen ihnen entgegenkommen, damit sie die illegale Person übernehmen können. Die sollen gefällig diese Halunken verfolgen. Machen Sie mir eine Verbindung, schnell. Mensch, der hat ein Pflaster am Arsch. Was? Ein Pflaster. Komm, sei ruhig. Drehen wir sie mal um. Solo es mi dinero, no lo encontraron. Por favor, es lo único que me queda. No me lo quiten. Was sagt sie? Hey, ich verstehe die auch nicht. Das ist Spanisch, aber mit irgendeinem Dialekt. Sie soll sich wieder hinlegen, Frau Ambach. Frau Obermatt. Anke. Jenny. Jenny? Sí, mi nombre este Jenny. Sind Sie fertig? Augenblick, bitte! Maria Immaculada Teresa Mendoza. Sí, soy yo, pero todos me llaman Teresa. Geben Sie die Papiere dort in den Schrank. Ich bin nur Zahnarzt, meine Herren, aber der jungen Frau geht es gar nicht gut. Es kommt ein Polizeiboot, um Sie abzuholen. Ein Polizeiboot? Ja, das ist jetzt ein Fall für die Wasserschutzpolizei und den Bundesgrenzschutz, Frau Stabsarzt. Das ist ein Fall für die Intensivstation, Herr Kapitän. Bitte überzeugen Sie sich selbst, Herr Oberstabsarzt. Nach meiner Diagnose hat die Frau vor höchstens 2-3 Wochen ein Kind zur Welt gebracht. Sie hat einen Schock, Unterkühlung und Symptome, die eine sofortige Untersuchung erfordern. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte zur Person? Hat sie was gesagt? Hatte sie was dabei? Nein, nichts. Sie spricht nur einen Dialekt, den man nicht verstehen kann. Schäfer auf dem Foto erkannt. Pastor Schäfer. Ist doch Ihr Bruder, nicht? Ja. Er hat die Predigt zur Beerdigung meiner Großmutter gehalten. Das war vor 4 Wochen. Es ist mir etwas peinlich, aber ich habe mich wirklich ein bisschen in ihn verliebt. Und habt ihr euch getroffen? Ich meine, haben Sie es ihm gesagt? Ach was. Ich habe mich nicht getraut. Danke, Anke. Und ja. Ich werde dann ein gutes Wort für Sie einlegen. Alle Sachen gepackt, Frau Stabsarzt. Jawohl. War ja nur für 2 Tage. Ich bleibe dann noch lange. Ich hatte gehofft, auf dieser Reise zu einer einigermaßen humanen Zahnvorsorge zu kommen. Kapitän? Frau Kollegin? Oberstabsarzt? Wohin geht der Flug? Der Befehl lautet direkt ins Landeskrankenhaus. Die Polizei erwartet Sie. Um die Frau gleich wieder abzuschieben, egal wie es ihr geht, ha? Das regelt das Gesetz, Frau Stabsarzt. Wissen Sie, Herr Kapitän, dass vor 50 Jahren in Deutschland im Namen des Gesetzes Millionen von Menschen einfach umgebracht wurden?
das Krankenhaus. Nur über den Tower. Dann geben Sie bitte durch, dass bei der Verunglückten Verdacht auf Hepatitis B besteht. Sie sollen die Isolierung vorbereiten. Bei dem Tower ist Rescue at 9, 5-2, Repairman Chris, auf Hepatitis vor die Ausbildung. Das klappt aber nicht mit der Isolierstation am Wochenende. Die ist belegt. Sie sagen, wir sollen nach Hamburg gehen. Nach Hamburg? Aber das dauert viel zu lange. Fragen Sie im Stützpunkt nach. Da brauche ich aber eine Landegenehmigung. Ja, dann fragen Sie bitte nach. Wenn es sich um medizinischen Notfall handelt, dann ist das doch gar keine Frage. Warum fragen Sie überhaupt? Ja klar. Ja, ja, nehme ich auf meine Kappe. Mann über Bord, Mensch. Verstehe ich nicht. Kann man nur als Briefträger arbeiten? Postzusteller. Das wird nicht jeder. Muss vertrauenswürdig sein. Alex, ich kann dir 1000 Jobs nennen, die interessanter sind. Briefpost, das ist doch nur noch Brauchtumspflege. Mach dich lieber auf den Computer fit. Ach, da ist die Konkurrenz doch viel zu groß. Schäfer bei Schäfer? Ah, hallo Jenny. Melde gehorsamst, Großeinkauf durchgeführt. Das wird dir nicht gelingen, glaube ich. Felix hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen und wartet auf die Eingebung Gottes. Das ist mir scheißegal, Moritz. Ich muss unbedingt mit Felix telefonieren. Auf der Stelle. SOS. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Pass auf, ich gebe dir seinen Namen, okay? Kannst du dir das merken? Warte mal, Moment. Warte mal. Pass auf. Maria Immaculada Teresa Mendoza. Ich hab euch doch gesagt, ich bin für niemanden zu sprechen. Maria Immaculada Teresa Mendoza. Chupita? Na endlich. Chupita? Oh, Jenny, Mensch, ich bin mitten bei meiner Predigt. Felix, wir haben die Frau heute Morgen aus dem Wasser gefischt und sie hatte ein Foto von dir dabei. Nein, das erkläre ich dir, wenn du auf dem Stützpunkt bist, okay? Ja. Wenn du sie übrigens noch sehen willst, dann solltest du dich lieber beeilen, der Bundesgrenzschutz ist schon unterwegs. Ja, ich sag an der Wache Bescheid, aber bitte komm nicht vorne rein, sondern bei mir, in Ordnung? Und was wollen wir nun mit ihr machen? Haben Sie eine Karte oder was? Wir sollen nur Amtshilfe leisten, bis der BGS da ist und sie abholt. Und so lange kommt sie ins Isolierzimmer. Schafsatz Schäfer, sind Sie unter die Humanmedizin dann gegangen? Ich kann Ihnen das alles erklären, Herr Flotillenarzt, aber zur Sicherheit und bis Ihre Kollegen eintreffen, schieben wir Sie doch erst einmal weg, ja? Ein Gewarnmittel der deutschen Bucht und... Ihre Schwester erwartet es schon. Ich kenne den Weg. Im Schlaf. Das soll das ein April-Scherz sein. Sprich du erstmal mit ihr. Danach wird kaum noch Gelegenheit sein. Jupiter. Felix, Felix, querías estar contigo con mi pequeña. Quería buscarte aquí en la mañana, Jenny. Mi padre lo quemó todo. Incluso tu dirección. Oh, Felix, ich bin desesperada. Bueno, está bien. Tranquilízate. Guten Morgen. Hoy ist die Frau. Ja, komm an. Ja. Schnell.
So, hier ist sie. Stabsrat Schäfer wird Ihnen die näheren Umstände beschreiben. Das wird alles in meinem Bericht stehen und den bekommen Sie noch heute Abend. Wie heißt sie? Keine Ahnung. Und woher sie kommt, das wissen Sie auch nicht. Bin ich Copperfield? Wir haben richtig ineinander verknallt. Naja, das fällt auch nicht schwer bei dem Klima dort. Aber was? Das war doch nichts Ernsthaftes. Wenn ich richtig rechne, Felix Schäfer, bist du vor exakt 9 Monaten aus Honduras zurückgekehrt. Vor 3 Wochen hat Theresa ein Kind zur Welt gebracht. Sie hat zwar nichts gesagt, aber die Diagnose war eindeutig. Wo ist das Kind? Musst du sie fragen. Gott. Sehr hübsch, Felix. Warum hast du sie nicht damals gleich mitgebracht? Ja, als Souvenir. Warum nicht gleich ausgestopft? Na, jetzt mal ernst. Meinst du, sie hatte politische Gründe? Wurde verfolgt? Ich meine, so einfach springt man ja nicht ins Wasser nach so einer langen Reise, oder? Sie könnte doch Asyl beantragen. Das kannst du vergessen. Honduras ist zwar das Armland Amerikas, aber deswegen kriegt man noch lange kein Asyl. Warum nicht, wenn sie sagen... Ihr quatscht hier nur rum und ich kann sie nicht mal was fragen. Ja, dann besuchst du sie eben. Im Landeskrankenhaus. Wird sie doch bewacht wie ein Straftäter. Ich kann sie nicht hängen lassen. Als Seelsorger musst du doch Zutritt haben, Felix. Wir holen sie da einfach raus. Ja, einen Krankenwagen hätten wir ja schon mal. Ja, genau. Moritz, du lenkst sie ab und Jenny, du als Ärztin... Hält sich da raus. Das heute reicht schon für eine Entlassung. Maria Immaculada Teresa Mendoza. Ja, die gibt's schon. Doch, sie wurde gestern eingeliefert. Sie wäre fast ertrunken, aber sie spricht kein Deutsch. Ach Moment, Sie meinen das Mädchen, das... Ja. Und die kennen Sie? Ja, ist meine Freundin. Welches Zimmer? Ja, das ist 230. Alles klar, danke. Moment, da können Sie nicht hin. Die wird bewacht. Mhm. Wie Karl Schäfer von der Kirchenseelsorge. Danke. Hier empfangen. Ja, ich komme runter. Hey, Dieter, aufwachen. Komm mal runter zum Empfang. Da ist eine Person, die angeblich unsere Tussi kennt. Bleib ruhig, Chupita. Und mach ganz schnell. Te puedes levantar? Tienes suficiente fuerza? No sé, estoy medio mareada. ¿Qué está pasando? Tranquila. Ponte esto. Tú eres el médico, yo soy el paciente. Und woher wollen Sie die Frau kennen? Wir studieren zusammen. Hier in Bremen. Sie haben sie doch noch gar nicht gesehen. Ja, dann führen Sie mich doch zu ihr hin. Aber nur, wenn Sie sich abtasten lassen. Bitteschön. Entschuldigen Sie, ich habe ja vorhin jemanden mit dem Taxi hergebracht und der hat die Schachtel hier bei mir im Auto liegen lassen. Und wie soll ich den finden? Na, der Mann ist leicht zu erkennen. Guck dir das an. Taxi liegen gelassen? Als ich die Schachtel sah, habe ich noch gesagt, das ist ein Nichtrauchertaxi. Und auf einmal erzählt mir der Mann, der hat zu Hause den Rasen gemäht. Ich rufe mal die Ambulanz an. Mhm. Ja, hier empfangen. Ja, schönen Sonntag jedenfalls. Mir wurde gerade ein Finger abgegeben. Das müsst ihr doch wissen. Oh,
Ja, was für ein Finger? Was für ein Finger? Mittelfinger, Zeigefinger, Ringfinger. Ich halte es auf. Ringfinger. Komm gleich wieder, ja. Ringfinger ohne Ring. Gleich, sie soll einen Arzt hier schicken, der die Frau hier behandelt. Sie ist nämlich ohnmächtig. Schnell, Herr Doktor, sie ist ohnmächtig geworden. Keine Zeit, wir haben einen Einsatz. Sie ist gut, hier, komm mal. Den geben Sie am besten im OP. Wo geht's denn zum OP? Alles gut, alles klar. Die Ambulanz sagt, sie hat niemanden ohne Finger. Und dann sagt er, ich frag mal in der Ambulanz nach. Ist da todo bien? Vielleicht ist es gar nicht so schlau, jetzt in die Villa zu fahren. Wenn sie merken, dass Theresa weg ist, dann... Dann knöpfen sich Jenny vor. Vielleicht zu Mami in die Wohnung. Te llevamos a casa de mi madre, ¿vale? Ah, das Badezimmer kennst du jetzt, ja? Ich zeig dir mal die Küche. Wenn du was essen willst oder trinken, gehst du hier rein. Und das Wohnzimmer, das ist hier. Schlafzimmer und so. Und schlafen, das kannst du bei mir in meinem alten Zimmer. Ich sag dir das mal. Schlafen, ne? Schlafen? So. Felix, was heißt schlafen? Dormir! Warum hast du mir denn nie erzählt, dass du da drüben auch noch eine Freundin hast? Ach, Mama. Hast du nicht gesagt, als Vikar soll ich ein bisschen solider leben? Weißt du, wenn man sowas macht wie sie, dann muss es sich wirklich um Liebe handeln. Das hätte ja ins Auge gehen können. Marina hat sich einen Orden verdient. Es ist ins Auge gegangen, Mama. Damit der Bundesgrenzschutz sie nicht einkassiert und die Behörden sie abschieben, haben wir sie einfach geklaut. Und erstmal hierher zu dir gebracht. Ich denke, da kommen die erstmal nicht drauf. Dein Vater wird begeistert sein. Er muss es ja nicht wissen. Kann das die Polizei sein? Nein. Es ist viel schlimmer. Moment! Nehmt mal Theresa und bringt sie rüber in mein Schlafzimmer, ja? Wahrscheinlich Papa. Rabbi, in die Hunderbank. Fafka. Hallo. Bin ich zu früh? Nein, nein. Oder hast du unsere Fahrräder vergessen? Nein. Ich wollte mich gerade Vater. Oh, hallo, mein Alex. Schon wieder zurück? Wie? Was? Oder haben Sie wieder rausgeschmissen? Ach so, heute ist doch Sonntag. Da gibt's keine Post. Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Das Telefon ist auch im Wohnzimmer. Ja, klar. Das Wohnzimmer ist so unaufgeräumt. Unaufgeräumt. Gute Miene, es würde reichen, wenn du mir einfach sagst, ich habe Besuch. Entschuldigung, Alex. Solche Spielchen haben wir noch nie gespielt. Wolfgang, es ist nicht so, wie du denkst. Nee, so blöd kann ich auch gar nicht denken. Sibylle, du bist frei. Meinetwegen kannst du drei Kerle mit aufs Zimmer nehmen. Aber bitte, verkauf mich nicht für doof. Ich stehe da wie ein ertappter Teenager. Dann kann ich dem Mann noch nicht mal erklären, dass ich das alles nur mache, damit er keine Schwierigkeiten bekommt. Aber es ist doch besser, wenn er nichts davon weiß. Ja, das ist viel besser. Ich freue mich auch immer, wenn ich mal ein bisschen selbstlos sein darf. Nicht, Felix? Es tut mir leid, Mami. Problem ist? Nein, nein. Ist schon alles in Ordnung. Nein.
Tag. Frau Schäfer? Ja. Stabsarzt Schäfer? Ja, worum geht's? Es geht um die Frau, die Sie gestern dem BGS übergeben hatten. Mein Bericht wurde bereits gestern Abend übermittelt. Ja, aber die Frau ist verschwunden. Aber sie war unterkühlt, sie braucht dringend Bettruhe. Wollen Sie nicht da reinkommen? Ja, danke. Bitte. Nach Ihnen. Mein Gott, deine eigenen Eltern. Mi papà dijo que dejaría de ser su hija si Felisa no tiene un padre legítimo. Félix, él quemó todo el que tenía que ver contigo. Ein Mädchen. Felisa. No tuvo posibilidad de vivir. No pude amamentarla. Tenía miedo. Was ist auf dem Schiff passiert? ¿Qué pasó en el barco? Teresa. Jenny hat angerufen, die Polizei war da. Ja und? Na ja, sie hat gesagt, dass sie nichts weiß und das haben sie ihr wohl geglaubt. Ist doch spitzenmäßig gelaufen. Ja, super. Anstatt mit Wolfgang auf die Ausstellung zu gehen, beziehe ich jetzt Betten. Tut mir leid, ich kläre das mit Wolfgang. Wenn die Bullen schon da waren, dann könnten wir sie jetzt doch auch in die Villa bringen. Ich meine, bevor die hier auftauchen. Also, Teresa kann gerne hier bleiben. Aber ich muss noch mal weg. Dann bringen wir dich jetzt zu mir nach Hause. Hm? Sie hat sehr viel Geld für die Überfahrt bezahlt. In Hamburg sollten sie dann von Bord geschleust werden. Als das Kind dann starb, wollten sie es ihr wegnehmen, um keine Schwierigkeiten zu bekommen. Aus Verzweiflung ist sie dann wohl von Bord gesprungen. Aber dann hätte sie das Kind ja noch auf dem Arm gehabt, als sie sprang. Ich meine, sie hatte was im Arm, das habe ich gesehen, aber... Felix, denk mir, du... Willst du in meinem Bett schlafen? Neben mir? Hm? Komm, wir schlafen zusammen, ja? Komm. Die Hamburger Kripo hat den Kapitän verhaftet. Er hat gestanden, einen blinden Passagier an Bord gehabt zu haben, aber mehr nicht. Alles Mädchenhändler, die lassen sich das Geschäft doch nicht vermiesen. Anstatt dass der BGS die Frauen schützt, fällt auf so einen blöden Trick rein. Ja, meinst du, da gibt's einen Zusammenhang? Ich bitte dich, geh. Da kommt jemand und will einen Finger abgeben. Hans ist der Finger weg und die Frau auch. Marine hätte sie nicht so linken lassen, nicht wahr? Herr Admiral, Ihre Tochter. Jennylein. Stabsarzt Schäfer, Herr Admiral. Jo, setz dich. Du warst ja auch dabei. Ich wollte dich bitten, diesen Bericht nur gegenzulesen. Vielleicht fällt dir ja noch ergänzend was dazu ein. Bitte sehr. Wann mussten du gehen? Ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit mehr. Was ist denn unser Problem? Guten Morgen. Hallo, Chupita. Sie mag nicht, wenn man sie Chupita nennt. Chupita ist, als sie war klein. Teresa, ich muss jetzt in die Schule arbeiten. Te escribo mi número. Y si pasa algo, me llamas enseguida. Hm? Und mach niemandem die Tür auf. Wir sind nämlich auch gleich weg. Sí. No la abras la puerta a nadie, ¿vale? Felix, alle warten auf neue Religionslehre. Nur solange Frau Winkler ausfällt, habe ich den Job entschieden. Frau Winkler kriegt dritte Kind. Und Frau Winkler ist sehr christlich. Dein Job hier ist so sicher wie Job vom Papst. Hier, Acqua Minerale. Kannst du Schüler zeigen, wie man verwandelt in Vino. Luigi? Hä? Du kennst dich doch aus.
Wo ist denn hier das Ausländeramt? Ausländeramt? Was soll ich mit Ausländeramt? Musst du Ausländer fragen? Ich könnte sagen, wo Finanzamt ist oder Stelle für Hundesteuer. Und dann kann dir zeigen, wo Arbeitsamt ist. Aber Ausländeramt? Keine Ahnung. Schon gut, danke. Hey, Felix. Wenn die Typen nicht umgezogen sind, dann sitzen sie heute noch in der Preußenallee. Danke. Hey, was willst du denn da? Es geht um eine Frau. Eine Frau? Schon wieder? Falls der Trick mit dem Wein nicht klappt. Hm? Felix, Felix, hast schon immer gehabt, Schwäche für Kakao. Hallo? Ich hab doch Musik gehört. Hallo? Ich komme vom Surprise Service. Bitte machen Sie doch auf. Und mich? Ich komme dann später noch mal wieder. Wenn die Person nicht im Besitz eines gültigen Passes ist, hat die Behörde keinerlei Möglichkeit. Gibt's keinen Ausweis? Ich weiß nicht. Wie ich schon sagte, ich bin von dritter Seite gebeten worden, als Pastor. In dem Fall könnte die Behörde auch nachträglich eine Aufenthaltsbewilligung erteilen. 3 Monate. Entschuldigung. Wedekind! Hallo! Felix Schäfer? Felix, wer ist die Gida? La polizia está aquí. Ya dijeron que volverían. Tienen mucho miedo. Schönen Dank, Frau Wittstamm. Ich werde mich sofort darum kümmern. Entschuldigen Sie. Ein eiliger Krankenbesuch. Wiedersehen. Ich kann ja noch mal wiederkommen. Entschuldigung. 5 Uhr ist zu spät, Oma. Hast du nicht irgendwo einen Schlüssel versteckt? In der Garage? Unterm Blumentopf oder sonst wo? Na gut. Nein. Ich überleg mir was anderes. Yes. Luigi, Felix hier. Ich wollte nur sehen, ob du zu Hause bist. Ich komm gleich mal auf den Sprung vorbei. Ist das okay? Ich bin's. Teresa? Peter, wo bist du? Felix, gracias a Dios. Tengo pasado de ti, señor. Du schnell, pack ein paar Sachen zusammen. Abajo, abajo. Also illegal. Ach, Luigi, es ist doch nur vorübergehend, für ein paar Tage. Luigi, bitte. Prego. Psst. Felix. Sie ist, na wie soll ich sagen, sie ist zu hübsch. Du kennst meine Mona. Wenn ich sage Freundin von Felix, okay. Wenn ich aber sage Signorina aus Honduras, Katastrophe. Meinetwegen. Dann sagt deiner Mona, sie ist meine Verlobte und meine Eltern dürfen davon nichts wissen. Felix! Das ist Geschichte wie im Fernsehen. Meine Mona liebt sowas. Danke. Psst. Machst du schön, Niklas. Spiel mal weiter so.
Sie sind Frau Schäfer? Ja. Lisa König vom Surprise Service. Frau Schäfer, der Surprise Service möchte Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Vermählung gratulieren. Oh, kommen Sie da nicht ein bisschen spät? Ich stehe kurz vor der Scheidung. Sie machen Witze. Ich war heute Morgen schon einmal da, aber da war es wohl gerade etwas unpassend. Und Sie meinen jetzt als passender? Frau Schäfer, der Surprise Service hat es sich zur angenehmen Aufgabe gemacht, alle frisch gebackenen Ehepaare mit ein paar nützlichen Dingen für den Alltag bekannt zu machen. Sie sind doch Frau Henrietta Schäfer, ja? Ich bin die Mutter. Na, da gratuliere ich natürlich ganz genauso gerne. Danke. Darf ich mal sehen? Frau Schäfer, ich... Frau Schäfer, bitte. Schäfer, woher haben Sie denn das? Frau Schäfer, bitte, darf ich meine Unterlagen... Woher haben Sie denn diese Daten? Frau Schäfer, wenn ein Aufgebot bestellt wird, dann hängt das eine ganze Woche aus. Öffentlich und für jeden zugänglich. Wenn die Dinge in Ihrer Familie anders gehandhabt werden, dann ist das nicht unsere Schuld. Was denn für ein Aufgebot? Sind Sie Frau Schäfer? Ja. Herr Schäfer, der Surprise Service wünscht Ihnen alles Gute zur Vermählung. Wiedersehen. Verstehst du das? Sie wollte Jenny zur Hochzeit gratulieren. Jenny und Renatus haben geheiratet? Jenny und Thomas. Vor 2 Wochen. Sie hat gesagt, sie war heute Morgen schon mal da. Sie war heute Morgen schon mal da? Ja. Oh. Ihretwegen habe ich Theresa bei Luigi versteckt. Sie dachte, es wäre die Polizei. Ah, Luigi. Von Felix für Theresa. Noch Klamotten. Und danke, Luigi. Und ich dachte, Sie kommen abholen wegen eifersüchtige Mona. Das Mädchen hat ja nur keinen Pass. Ist ja schwierig in der Öffentlichkeit, so ganz ohne Pass. Können Sie nicht vielleicht sowas besorgen, Luigi? Hm? Einen Pass? Und Passaport. Einen Pass, eh? Ich besorge alles, Frau Schäfer. Neue Gummi für Espresso-Kanne. Ein verteiler Finger für Ihr Auto, ein Billigflug nach Napoli, tutto keine Probleme. Aber wie soll ich einen Pass besorgen? Naja, verstehe ich. Naja. Hat sie wenigstens ein Foto dabei? Ein Foto? Moment, muss ich mal gucken. Ein Foto könnte sein. Da! Zufällig. Hier, bitte. Und danke, Luigi. Scusi, Signora. Sibylle! Hallo! Na, Thomas? Na, um diese Uhrzeit noch in der Schule? Jenny hat mir erzählt, du lernst jetzt Russisch. Eto Ravino. Wow. Dann kennst du also meine Pläne. Ja. Aber da scheint es ja wohl noch was zu geben, von dem wir nichts wissen. Was? Was denn? Oder? Wie? Weiß es denn wenigstens euer Sohn? Ja. Mann, ihr seid vielleicht kindsverrückt. Kennst du den hier? Also, ich finde das ganz prima, dass das jetzt endlich rausgekommen ist, Thomas. Und ich habe wirklich dicht gehalten. Gib's doch zu, ihr habt sie bestochen. Wie viel haben sie dir gezahlt, Oma? Was du immer gleich denkst, Moritz. Wie viel Uhr haben wir jetzt eigentlich? Gleich 6, die müssen längst hier. Weiß Papa das auch schon? Ich hab's ihm nicht gesagt. Hältst du auch eine Predigt, Felix? Eher eine Stammpauke, was, Thomas? Jetzt hört bloß auf. Hey, Papa, ihr seid viel zu früh. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Gibt das hier einen Polterabend oder was? Was ist los, Alex? Komm, rede mit mir. Ja, wenn wir schon an der Hochzeit nicht teilnehmen durften, dann noch mal wenigstens am Polterabend, was, Jenny? Oma hat also gepetzt. Es stand in der Zeitung. So, Jenny, die Fete kann schlafen. Die wird doch nicht wissen, dass sie dabei ist. Hoffentlich auf wen? Na, Papa, was sagst du dazu? War ja schon lange fällig. Das ist ja eine Überraschung. Ihr beiden Menschenskind. Ich hatte mir schon sowas gedacht, als eure Mutter sagte, dass ich unbedingt mitkommen muss.
Das wollen wir doch feiern. Was meint Philipp? Mensch, Opi! Ja. Mami und Papi haben doch zuerst geheiratet. Ja, ich habe zu Thomas gesagt, dass es nun wirklich mal an der Zeit ist. Und ihr? Entschuldigung. Oh ja, endlich, Mensch. Tja, Papa, so kann man sich immer wieder täuschen. Was nun? Noch eine Hochzeit? Das ist Teresa. Sie ist, Ich bin die Tochter von Luigi. Tochter? Nicht Tochter. Como se diz? Vielleicht, Enkel? Sie, Enkel. Sehr gute Nachricht, Frau Schiff. Aber auch eine schlechte. Und, hat sie einen Pass? Sie hat einen Pass. Das ist die schlechte. Sie muss jetzt lernen Italienisch. Ist leider nur ein italienischer Pass. Wir kennen uns von früher. Ja, das dachte ich mir, denn irgendwie kommen sie mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Ach, Papa, die Mädchen im Süden sehen doch alle gleich aus. Ja, hast du auch wieder recht.